Hallo zusammen zu einer neuen Folge Transport Fever 2 Eschtal. Ich bin Dennis und heute werden wir ein bisschen Wünsche erfüllen. Wünsche werden wahr bei Transport Fever 2. Denn es wurden sich Erneuerungen der Fahrzeuge gewünscht, teilweise. Es wurden sich neue Fahrzeuge gewünscht, die wir bisher noch gar nicht einsetzen, auch neue Flugzeuge. Und es wurde sich gewünscht, dass das Verkehrschaos rund um Hirschheim mal ein bisschen aufgelöst wird und wir das uns mal die Verkehrsführung in Hirschheim angucken. Und ich denke, da können wir auf jeden Fall was machen. Einerseits schon alleine, weil wir auch immer noch die übervolle Landstraßenbrücke hier haben, die von Vossenau nach Hirschheim führt. Andererseits, weil die Fahrzeuge in Hirschheim mittlerweile auch ganz schön veraltet sind. Also da geht einiges. Wir fangen aber jetzt woanders an. Und zwar würde ich nämlich gerne mal die Fahrzeuge, die hier sehr überaltert sind, zum Teil austauschen. Unsere allererste Bahnlinie, die wir überhaupt hatten, nämlich die Linie Lenz-Vossenau, die ist überaltert. Und die müssen wir jetzt mal verbessern, ein bisschen, die Fahrzeuge. Sie sind sogar nicht mal identisch. Ihr seht ja, sogar die Farbe der Loks ist unterschiedlich. Also das geht ja so gar nicht. Wir tauschen jetzt mal Züge aus. Und zwar, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Was könnten wir denn da so nehmen? Was habe ich denn nochmal genommen auf den anderen Linien, wo ich sehr neue Züge habe? Ich meine, ich merke mir zwar vieles, aber auch nicht alles. Also ich habe hier diesen formschönen Bombardier-Zug genommen, glaube ich, ne? Na gut. Dann gucken wir doch mal, dass wir den vielleicht auch in auf dieser Linie hier auswählen. Das war dann der elektrische Triebwagen und zwar der Dual Stocks. Der ist das doch, oder? 41, nee, das ist der nicht. Bin ich bescheuert? Welcher ist denn das? Der sieht ganz lustig aus, aber das ist ja nicht. Bin ich jetzt irgendwie doof? Ich bin doof, oder? Also es ist nicht der ICE. Warte mal. Das ist doch der scheiß Dual Stocks, oder? Der fährt, was, 200 km/h, 198 Kapazität. Das ist der. So. Es ist gar nicht so einfach, wenn da der Name nicht dran steht. Das, finde ich, könnten sie noch verbessern, dass auch der Name in dieser Anzeige dran steht. 198, genau, das ist der. Dann nehmen wir da mal den ersten. Der ersetzt ja dann auch mehrere Züge, weil... Wie viel sind da? Naja, okay. Also der ersetzt nur ungefähr anderthalb Züge. Bisschen mehr, weil er 200 Kapazität hat, die nur 154. Und der ist aber auch schneller als die Züge. Die fahren ja hier auch nur... Was fahren die? Achso, nee. Hä? Der fährt auch 200 km/h? Okay, die waren relativ schnell unterwegs hier, die Dinger. Interessant. Hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Ich dachte, die fahren auch nur 140 oder so. Die Züge, die wir hier hatten. Die alten, also die hier. Da habe ich mich wohl getäuscht. Na gut. Jetzt haben wir schon mal den ersten Zug ausgetauscht. Wir haben nicht so viel Geld, um alle auszutauschen. Jetzt warten wir erstmal ab, wie das funktioniert. Dann machen wir den zweiten und so weiter und so fort. So. Jetzt schauen wir mal, wie es hier eigentlich aussieht in Hirschheim. Wie haben wir denn da... Eigentlich, der Verkehr fließt auf jeden Fall. Also man sieht, keine der Tram-Haltestellen ist überfüllt. Also wir haben überall maximal mal so 10 Leute stehen. Das ist also völlig okay. Das kann aber auch darauf hinweisen, dass wir zu viele Trams haben. Wir können ja einfach mal gucken, ich war lange nicht mehr hier in der Stadt, wie eigentlich die Trams genau aussehen. Also wir haben... Die grüne Tram hier unten, die auf der Seite des Bahnhofs die Runde macht, dann hier lang fährt und dann hier hoch in die Stadt. Ihr seht schon, komplett nur die Innenstadt ist irgendwie bevölkert mit Fahrzeugen. Das ist schon relativ krass. Die blaue Linie fährt hier auf der anderen Seite des Bahnhofs los, fährt hier ein Stück und dann hoch zum Flughafen.
Dabei kann man hier umsteigen zwischen den beiden Linien. Das ist also eigentlich ganz okay. So, und das ist auch schon alles. Das ist der komplette Verkehr in der Stadt. Das ist relativ krass wenig, oder? Was man machen könnte, ist zu gucken, einmal kurz, wie es hier eigentlich aussieht mit dem Privatverkehr und dem öffentlichen Nahverkehr. Ist eigentlich sehr gut. Verkehr ist nicht so gut und Emissionen sind auch nicht so gut. Aber gut, das ist das nächste Problem dann. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte auch das nicht. Ich wollte das. So. Was man mal machen könnte, wäre eigentlich mal die Bereiche der Stadt ein bisschen anzubinden an die, das Verkehrssystem, die bisher noch gar keine Anbindung haben. Also zum Beispiel mal hier unten eine Buslinie zu bauen, die die Leute von der Küste hier, vom Fluss. Auf wie viele Bushaltestellen habe ich eigentlich? Alter Falter. Small mit Glasdach. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Dass man die Leute mal ein bisschen hier von unten hochbringt zum Bahnhof. Da könnten wir zum Beispiel hier losfahren. Hier mal halten. Hier halten. Hier halten und dann hier oben am Bahnhof einmal einen Zwischenstopp machen. Sollen wir hier rechts lang fahren? Entschuldigt, dass ich gerade ein bisschen ruhig bin. Ich überlege, ob ich hier auf der rechten Seite lang fahre und dann da nochmal halte. Komm, dann machen wir hier nochmal. Und dann fährt er hier einmal im Kreis und fährt wieder zurück. Dann legen wir jetzt einfach mal in dieser Riesenstadt Hirschheim mal ein paar mehr Zubringerstrecken an. Die werden nicht besonders erfolgreich sein, bin ich mir ziemlich sicher. Denn an dem Spiel gilt eine Sache ganz klar. Wenn eine Linie innerhalb einer Stadt... jetzt fährt er hier außen rum, der Trottel. Mann, das hasse ich immer. Wenn eine Linie innerhalb einer Stadt nicht durch mehrere Gebiete fährt, also zum Beispiel durch ein Wohngebiet und ein Gewerbegebiet oder ein Industriegebiet, dann ist die Linie meistens nicht erfolgreich. Das ist leider so in dem Spiel. So. Das ist jetzt ja eine reine Wohngebiets- so Zubringerlinie. Aber mein Gott. Die muss es auch geben. Das ist Bus, Hirschheim. Und das ist die Buslinie 100. Und die Farbe ist hässlich. Hässlich braungrau. Finden wir da nicht was Schöneres? Irgendwas bisschen Fröhlicheres? Naja, da kriege ich ja Augenkrätze von. Das ist auch nicht besser. Ich wollte mal was anderes nehmen als die immer gleichen Farben, aber am Ende nimmt man dann doch wieder dieselben. Ja, warum nicht so ein knalliges Grün, was dann hier in das dunklere Grün mündet, dass man gleich sieht, woher es irgendwie kommt. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Dann schicken wir mal Busse auf die Linie. Da würde ich direkt den Elektrobus nehmen. Wir haben ja auch ein Problem mit der mit den Emissionen, also warum nicht? Der ist ja eigentlich, bietet sich dann ja an. Kann 17 Leute transportieren, dann nehmen wir erstmal 3 von und haben das dann geschafft. So, dann würde ich mal die, dann haben wir sozusagen hier diesen unteren Bereich größtenteils abgedeckt. Die Leute landen hier am Bahnhof, können hier einsteigen, da werden sie abgeholt von Straßenbahnen und fahren dann hier nach Süden durch die gesamte, durch das Wohngebiet, durch das dicht besiedelte Wohngebiet und biegen dann ab nach Norden und biegen dann ab nach Westen und dann nach Norden. Ich drehe es mal so, dann kann man dem besser folgen. Genau, hier fahren wir nach Westen. Hier ist der Umsteigebahnhof. Da fahren dann die blauen Sachen hier weiter ins Industriegebiet.
Und wir haben hier noch so ein Stück das Gewerbegebiet abgedeckt. Aber auch nicht so richtig, wenn wir ehrlich sind. Da könnte auch noch ein bisschen mehr gehen. Vielleicht ziehen wir einfach mal die Straßenbahn da noch ein bisschen weiter nach hinten. Könnte ich mir vorstellen, dass das Sinn macht. Momentan haben wir hier so einen Wendekreis. Aber was passiert denn, wenn wir sagen, wir erweitern die Straßenbahn hier noch ein Stück? Also wo kommt die lang? Die kommt hier lang gefahren. Ich markiere mir das jetzt hier mal. So, und dann bauen wir. Also das Ding kommt hier lang. Dann fahren wir vielleicht hier lang und machen dann noch mal hier die größere Runde. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Dann dauert zwar alles ein bisschen länger. Und dann können wir ja hier vielleicht noch mal wieder so einen Wendekreis machen. Dann bauen wir uns hier noch mal so ein Wendedreieck. So, und dann haben wir das. Dann brauchen wir da an der Stelle nur noch neue Haltestellen. Dann nehme ich einfach wieder die neuen, die ich jetzt hier habe. Die finde ich eigentlich ganz schick. Warum denn nicht? Warum denn nicht? So, dann fahren wir hier lang. Hier ist die letzte Station davor. Dann machen wir hier eine Station. Eine Haltestelle heißt das ja bei Straßenbahnen dann eher. Dann hier oben noch was. Und dann machen wir hier noch eine. Dann fahren wir hier rum. Kann man eigentlich auch hier noch eine hinmachen. Okay, reißen wir die nochmal ab. Das ist mir dann zu nah beieinander. Und machen die eher so ein bisschen weiter hier hin. So. Okay, dann fahren die hier nochmal einmal durchs Gewerbegebiet komplett durch die Straßenbahn. Das müssen wir sie nur noch, müssen wir ihr das nur noch mitteilen, dass das so ist. Das ist dann die grüne, die ist ja eh ein bisschen kürzer eigentlich als die blaue. So, und die 8, die kommt dann weg, also nach der 7. Haltestelle biegen wir dann nämlich nach hier ab. Nach hier, nach da oben, da, dann fahren wir da im Kreis, fahren wieder zurück. Zack und zack. Genau, und dann kann die 17 hier entsprechend weg. Dieser Kringel da. Den können wir dann löschen. Dann können wir eigentlich auch die Straße hier wieder entelektrifizieren, damit ich nachher nicht verwirrt bin. Muss ja keine Straßenbahnlinie da liegen, wenn da keine Straßenbahn lang fährt. So, und jetzt können wir eigentlich auch mal die Straßenbahn erneuern. Dann nehmen wir uns doch die mal vor. Wir haben richtig viele Straßenbahnwagen hier, 10 Fahrzeuge. Wie viel Kapazität haben die Dinger denn? 27. Das ist wichtig zu wissen, wenn ich jetzt die ersetze. Ich dann gucken muss, die hier zum Beispiel haben fast doppelt so viel Kapazität. Die Urboss-Triebwagen, die kosten zwar auch deutlich mehr, aber die Kapazität ist natürlich schon echt beachtlich. Und warum sollen wir die dann nicht auch einfach nehmen? Die haben sogar noch mehr, die haben wirklich genau doppelt so viel. Sind aber nicht so neu wie die hier. Welche Vorteile haben die ja noch? Die laden auch schneller. Welchen Vorteil habe ich denn dann? Die sind ein bisschen günstiger. Kann ich eigentlich auch die nehmen, oder? Die Münchner Straßenbahn quasi. Ich weiß nicht, ich finde die aber schicker, die Overs 3. Aber die Kapazität ist natürlich schon 11 kleiner und sie lädt auch langsamer. Aber dafür die höhere Emission. Ja, ich nehme trotzdem die, weil die höhere Kapazität ist schon cool. So, da würde ich jetzt sagen, ich tausche aber nicht alle aus, weil die Kapazität ist fast doppelt so hoch. Das heißt, ich verkaufe jetzt mal 3 von den Wagen. Die Kapazität ist genau doppelt so hoch. Ich verkaufe sogar 4. Ich glaube, wir haben zu viele Straßenbahnen. Das schadet ja auch dem Verkehr. So. Zack. Müssen wir auch nicht so viel Geld ausgeben. Und mit der blauen Linie machen wir das Gleiche. Da würde ich jetzt an der Linienführung erstmal nichts ändern, weil ich das ganz gut finde, dass die hinten am Flughafen langfährt.
Da können wir aber trotzdem auch mal ein bisschen die Fahrzeuge einschränken. Dann verkaufe ich mal 4 von den 11 und die anderen ersetzen wir auch durch die neuen Bahnen. So, und auf einmal passen da dann auch viel mehr Leute rein. Es bringt aber gerade gar nichts, weil zum Beispiel hier am Flughafen gar nicht so viele Leute warten. Apropos Flughafen. Es gab ja den Wunsch vom Bürgermeister von Hirschheim, doch mal einen A380 fliegen zu lassen. Das ist grundsätzlich eine gute Idee. Müssen wir überhaupt mal gucken, wie das eigentlich mit den Flugzeugen aktuell aussieht. Mit denen habe ich mich jetzt auch länger nicht beschäftigt. Es kann gut sein, wie man hier sieht, dass die Flughäfen zu viele Flugzeuge haben, dass da zu viel hinfliegt. Alter Falter, ist hier schon wieder viel sehr schlecht. Man kommt echt nicht hinterher bei dem Spiel mit dem Austauschen und Aktualisieren des Fuhrparks. Das ist echt erstaunlich. So, die sind schon wieder schlecht, die Flugzeuge. Also die können auch mal ausgetauscht werden. Vor allen Dingen sind sie alle nur halb voll oder sogar noch leerer. Das heißt, wir haben auch zu viele Flugzeuge. Wahrscheinlich hat der Flugverkehr auch einfach abgenommen, dadurch, dass wir mehr Züge haben und dass ja zum Beispiel auch ein Zug nach Bruchlauf fährt. Bisher kamen ja die Leute aus Bruchlauf hier oben, wo der Flughafen ja sozusagen hinfliegt, oder wo die Fluglinie hinfliegt. Der Flughafen fliegt gar nicht. Glaubt man gar nicht, aber ist so. Diese pinke oder magentafarbene Linie, die war ja die einzige Verbindung von Bruchlauf zur Außenwelt lange Zeit. Jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt gibt es die Bahnlinie, die nach Klosterburg führt, und es gibt die Bahnlinie, die nach Eschfelden fährt. Und von Eschfelden fährt dann der ICE nach Süden. Also da kann man theoretisch relativ gut wegkommen mittlerweile. Das heißt, wir können wahrscheinlich auch einfach mal ein paar Flugzeuge verkaufen. Zack. Ich denke mal, 4 Stück werden auf jeden Fall reichen. Wir werden ja sehen, wie sich es einpendelt. Und jetzt können wir ja mal gucken, was eigentlich so ein A380 kosten würde, wenn wir den einsetzen. Ist ein bisschen Overkill innerhalb eines Bundeslandes, aber egal. Nehmen wir mal Passagier. Welchen hätten Sie denn gerne, junger Mann? Lufthansa, oder? Jetzt, die gehört ja quasi dem Staat. Okay, nicht dem österreichischen Staat, aber Austrian ist ja auch, gehört ja zur Lufthansa, also ist Lufthansa schon mal richtig. Okay, 160 Kapazität im Vergleich zu 37. Da brauchen wir eigentlich nur einen. Also. Und die Höchstgeschwindigkeit stimmt übrigens auch nicht. Der A380 fliegt ganz, ganz, ganz bestimmt nicht mit 1700 km/h. Wer hat die Scheiße entwickelt? Also, dann nehme ich lieber den Generic, weil der fliegt wenigstens in der richtigen Geschwindigkeit. Was ist da schiefgelaufen? Der Lufthansa A380 fliegt mal eben doppelt so schnell wie der reale. Ja, okay. Ich hätte ihn ja genommen, aber der ist leider fehlerhaft. Tut mir leid. Dann nehme ich den generischen. Den Generic, also der einfach standardmäßig aussieht, und ersetzen mal dieses eine Flugzeug für 53 Millionen. Bam. Leider hat er kein Vorschaubild, das ist ein bisschen schade. Aber wir können ihn uns ja mal angucken. Da ist das gute Stück. Schön. Sieht ungewohnt aus, weil man natürlich normalerweise mit anderen Lackierungen kennt. Aber immerhin 14 von 105 Leuten an Bord. 105 stand da nicht eben mehr. Ach so, der andere A380 konnte mehr Leute transportieren, oder? War das noch gleich? Der generische hat 105, ja, tatsächlich. Ja, ist ja auch okay. Aber ich will nicht so einen überschnellen haben. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum sollte ein Flugzeug so schnell sein? Also, ich meine, die Concorde konnte noch schneller fliegen, aber es ist ja der A380, der sieht nun mal nicht so aus wie ein Überschallflugzeug, sondern eher wie so ein fettes Ding, was einfach, keine Ahnung, wo man sich fragt, wie das in der Luft bleiben kann. Weil das Ding ist ja eigentlich viel zu dick. Ist ja eher wie so ein Blauwal der Lüfte. Naja. Gut, aber ich würde sagen, wenn wir so viel mehr Leute transportieren können, dann können wir auf jeden Fall noch
zwei von den anderen Flugzeugen verkaufen. Dann haben wir jetzt erstmal noch einen A380 und einen Airbus A320. Und dann gucken wir einfach mal jetzt, warten wir mal ein bisschen ab, wie sich das über die nächsten Minuten bis zur nächsten Folge vielleicht entwickelt. Wie viele Leute am Flughafen warten. Also wenn da weiterhin nur 5 Leute stehen, dann reicht auch ein Flugzeug. So, wir wollten ja eigentlich hier noch nach und nach die Linie erneuern. Die allererste Linie, die wir haben. Das machen wir jetzt auch einfach mal weiter. Es stehen nicht so viele Leute am Bahnhof. Gut, es liegt auch daran, dass... Nee, das ist ein Transport, ein Güterzug, der gelbe. Also die Leute sind nicht gerade abgeholt worden. Wir kaufen jetzt den Zug hier noch. Und jetzt müsste es eigentlich ja reichen, oder? So, der ist voll. Der ist voll, der Zug. Wird jetzt gerade leer gemacht. Das heißt, wir können eigentlich den jetzt auch verkaufen dann. Ah, jetzt wird er wieder voll gemacht. Nee, wir müssen den an der Endstation verkaufen auf jeden Fall. Es bringt ja nichts, den mittendrin sozusagen loszuwerden. Aber seht ihr mal, hier in Forstenau schafft er es nicht mit einer Wagenladung alles mitzunehmen hier. Der alte Zug mit den entsprechenden Waggons für 150 Personen. Wir tun also gut daran, da so ein bisschen die Kapazität zu erhöhen. Sehr schön. Na gut, dann ich beschleunige mal ein bisschen, dass der Zug mal auf seiner letzten Tour hier nach Lenz fährt. Wusch, da kommt der Güterzug mit den Lebensmitteln vorbeigeschossen. Und dann verkaufen wir den einfach, wenn der in Lenz ankommt, und haben dann 2 Züge zum Preis von 3. Das ist also, glaube ich, ganz sinnvoll, da so ein bisschen die Zahl der Züge weiter zu reduzieren, weil sie sich dann auch einfach insgesamt weniger im Weg stehen in der gesamten Spielwelt. In unserem gesamten Verkehrsnetz. Da haben alle Züge was von, sozusagen. So, dann entladen wir den jetzt. Die Leute sollen ja auch irgendwie ankommen, dann mit unserem Nahverkehrssystem hier fahren mit den Bussen. Da will ich ja schließlich auch Geld mit verdienen. So, deswegen warten wir, bis alle ausgestiegen sind. Zack, einer ist noch drin, aber das ist okay. Zug weg. Schade, die 151 Leute hatten sich gerade gefreut, dass der Zug eingefahren ist. Ich kann euch beruhigen, der nächste Zug ist... Ist das der hier schon? Der ist der nächste, ja, der ist ja auf dem Weg, also fährt gerade los Richtung Lenz. Der müsste also in wenigen Minuten da sein. Wie lange fahren die Züge da? 5 Minuten? Na, mein Gott. Also, ist nicht so lange unterwegs. Das passt schon, würde ich sagen. Sehr schön, das hat funktioniert. So, jetzt haben wir zumindest einen Teil der Wünsche ein bisschen erfüllt. Es stehen jetzt mehr Leute hier am Hauptbahnhof, an dieser östlichen Seite des Hauptbahnhofs, weil natürlich jetzt auch die Busse hier halten und Leute da abliefern. Und natürlich auch eine Person gerne wieder in sein Wohngebiet an die Küste irgendwo unten möchte, an den Flusslauf. Viel mehr sind es nicht. 2 sind es mittlerweile. Wann kommt denn hier mal die nächste Straßenbahn? Da ist sie. Weil jetzt stehen hier doch relativ viele Leute. Vielleicht habe ich es etwas übertrieben mit dem Abschaffen von Straßenbahnen. Aber ich glaube, so rum ist es sinnvoller, dass ich nach und nach gucke, dass da wieder welche dazukommen. Als dass ich von vornherein so super viele habe, die nur die Straße verstopfen. Die Straßen verstopfen. So. Hier ist es, das ist ein bisschen ärgerlich, dass die Busse jetzt hier an derselben Haltestelle halten. Vielleicht kann man gucken, dass wir das irgendwie ein bisschen auseinanderziehen. Dass wir eine Bushaltestelle, weil die Straßenbahn und die Bushaltestelle muss ja nicht unbedingt identisch sein, weil die sich ja dann ein Stück weit auch nur im Weg stehen, die beiden Sachen. Wo fährt jetzt nochmal der Bus lang? Der fährt einmal da so außen rum. Können wir da nicht vielleicht sagen, dass wir eine kleine Nebenstraße dafür freiräumen? Has no red priority marking. Wir können ja hier einfach mal eine Einbahnstraße vielleicht noch reinziehen. Die da so lang führt. So.
vielleicht auch mit Gehsteigen. Warum auch nicht? Kommt man da jetzt irgendwie auch wieder raus aus der ganzen Scheiße hier? Nee. Weil eigentlich müssen wir ja auch gar nicht bis da hinten fahren extra. Wir können ja auch hier vorher abbiegen. Ich fände es nur ganz cool, wenn das... So ist doch in Ordnung, oder? Ich meine... Kommen wir... Ja, aber dann biegt sich die Straße sofort wieder so. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn die so ein bisschen gerader ist. So. Machen wir das doch so. Dann bauen wir die Haltestelle hier hin. Direkt, da ist dann auch direkt der Fußgängerüberweg. Also da können dann die Leute auch direkt rüber zum Bahnhof. Das ist also kein Problem. Auch direkt umsteigen in die Straßenbahn. Und dann stehen sich die Straßenbahn und die Busse nicht mehr im Weg. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Dann machen wir hier das hin und der vorherige 7er, der kommt dann hier weg. So. Da ist auch die Buslinie ist schneller unterwegs, weil sie nicht mehr so einen langen Umweg fahren muss sozusagen. So, dann kommen hier noch ein paar nette Bäume hin. So. Noch einen großen. Nee, die sind immer so groß, die Bäume. So. Schön. Dann können die Leute hier direkt genau über den Fußgängerüberweg rüberlaufen und sich dann hier hinstellen. Da stehen dann jetzt auch gleich mal ein paar mehr Leute an. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich habe das Gefühl, das funktioniert jetzt hier besser und ist tatsächlich etwas modernisiert. Wir sind natürlich noch nicht am Ziel. Ich möchte gerne noch die Straßenverbindungen verbessern, weil diese Straße hier ist mir ein Dorn im Auge. So sollte ein modernes Verkehrssystem nicht aussehen. Deswegen hätte ich gerne eine Umgehungsstraße für diesen Abfuck hier. Es staut sich ja bis tief nach Forstenau rein hier. Ärgerlich. Wir haben ja an sich hier eine Autobahn, die auch zumindest Lenz und Forstenau ganz ordentlich verbindet. Da ist nur ein bisschen Stau. Scheiße. Aber auch nur auf dem letzten Stück, weil natürlich dann hier auf dem Weg in die Stadt rein sich das wieder staut. Aber viele, es staut sich ja auch, ihr seht ja, wo sich es staut. Die Leute fahren hier von der Autobahn runter, fahren hier durch die Stadt über die Hauptstraße, biegen hier ab und fahren dann Richtung Fluss zur großen Brücke, wo sie dann rüber wollen nach Hirschheim. Das heißt, das sind viele der Leute sind auch einfach Pendler, die von Lenz nach Hirschheim mit dem Auto fahren. Den müsste man ja eigentlich vielleicht auch mal irgendwie mit einer vernünftigen Autobahn helfen, die dahin fährt. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann vielleicht nächstes Mal. Mein Vorschlag wäre, dass die Autobahn grundsätzlich weiterfährt Richtung Klosterburg. Und dass wir aber hier seitlich abgehen in so eine Art T-Kreuzung rüber mit einer Brücke nach Hirschheim. Und hier die Autobahn dann einfach endet in einem Kreisverkehr, der dann in die Stadt führt oder so. Müssen wir noch gucken, wie wir das dann am dürfsten machen. Naja, gut, aber das sind Ideen fürs nächste Mal. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause und warten mal ab, wie der Flughafen sich entwickelt mit dem A380, der da jetzt fliegt. Und ob die Straßenbahnen jetzt hier schon reichen oder ob ich noch eine kaufe. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Gut Leute, ich war Dennis, das war wieder mal Eschtal Transport Fever 2. Macht's gut, ciao!